Hallo und willkommen zurück zu World of Warcraft. Genau, wir waren in den Sturmgipfeln und müssen jetzt hier einen Dieb aufspüren für die nächste Questreihe. Heute ist der 26. September, heute ist Bundestagswahl. Wenn ihr das Video seht, ist die Wahl schon längst gelaufen, da wissen wir schon, wer gewonnen hat. Ich habe keine Ahnung, wer es wird. Mal schauen. Da bin ich echt gespannt, wie es wird. Kommt mir, das ist wahrscheinlich nur für mich auf dem Headset so laut gerade. Den Dieb aufspüren. Fährten dieser Tulin getötet. So, immer tiefer, immer tiefer. So. Ach ja, wir sind kurz davor, Level 40 zu werden. Was ist das denn, Bündnisse? Ach so. Ensnare. Haha. Kacknoobs. Das ist ja schon wieder der nächste. Oh. Da hat einer einen Drachen getötet. So, bevor du losrennst, damit du erstmal schön langsam bist. Ach, der nächste. Oh, der Wolf hat aber schon ganz schön Schaden genommen. Ah. So, müssten wir an. Okay, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Ich habe kein Ziel. Guten Tag. Level 40 erreicht. Rotelnde Küste. Habe ich die jetzt schon? Oder muss ich noch freischalten? Ne, habe ich jetzt schon. Was habe ich jetzt erhöht? Fluggeschwindigkeit um 150 erhöht. Sehr gut. Sollen wir jetzt erstmal zu 3 fliegen? Ja, komm, fliegen wir erstmal zu 3. Ich dachte, ich muss das jetzt noch kaufen. Tja, dann. Ist ja umso besser. Müssen wir nicht mal nach Sturmwind zurück. Ach so, jetzt bin ich ja wieder verkleidet. Zäune reparieren. Fjorn erschlagen, Sturmgeschmiede, Eisenriesen erschlagen.
Ja, ist gut, dann können wir jetzt vielleicht auch den Erfolg hier Erkundung von Sturmgipfel freischalten. Ja, komm, dann fliegen wir mal. Oh. Fliegen wir mal eben dahin. Da oben. Das sieht nach einem Hortlerlager aus. Ja, ich halte genau drauf zu. Basislager wollte ich nicht haben. Dünn Nephalem. Nephalem. Nicht mit den Nephalem zu verwechseln aus Diablo. Das könnte ja der Tempel des Lebens sein. Könnte. Ebene des Echos. Ich habe aber schon was jetzt miterkundet. Was war das denn? Wow, hier ist irgendwas eingeschlagen. Eieieiei. Was ist das denn hier? So, damit wir auch Sturmgipfel erkundet. Wow. Was ist hier denn passiert? Wer kämpft denn hier überhaupt? Zwerge gegen Sturmriesen. Okay. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Oh, neue Quest. Was haben wir jetzt hier? Granitfels. Was soll ich damit machen? Unmöglich, mehr als nur einen zu tragen. Wofür brauche ich denn den Granitfels? Was ist das denn hier? Ach so. Okay. Okay. Hab verstanden. Ich habe jetzt erkannt, wofür das ist. Dafür da, um hier die Elite-Typen besser zu besiegen. Passt mal. Gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Ah, okay. Lustig, wie die wegrennen. Okay. Sturmgeschmiedete Eisenriesen. Also. Wer ist das? Der ist schon tot. So. Das hätten wir. So. Wütende Zornkerne, das ist auch noch hier. Zäune reparieren, Fjorde schlagen. Ich nehme mal einen Granitfelsen doch dann mal mit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich nehme doch mal einen mit. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einen zwingend brauche. Hm.
Achso, ich kann ja hier das Vieh benutzen. Fions Amboss. Und da kommen wir nach Sultrak rüber. Ah, das ist der Herr Fion. Oh, komm her. Ich bin so nah, zu weit weg gewesen. Okay. Ich muss näher ran. Ist zu weit entfernt. Na komm her. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Was ist jetzt hier? Ach, schlammbedeckter Mantel. Muss ich auch noch sammeln? Ich muss näher ran. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Schlammbedecktes Metall. Thorim, okay. Das zu Thorim bringen, dann sind wir hier in der Ecke durch. Und können wir jetzt dahin fliegen. Stopp. Da ist noch irgendwo was zum Abbauen. Ja. Ist das schön. Mein Gott, was habe ich denn alles aufgesammelt? Warte mal, wo habe ich denn mein Wirtshaus? In K3. K3, das ist da unten. Ah, ich glaube, es wird immer noch schneller, von da aus dahin zu fliegen. Das ist, glaube ich, immer noch schneller. Na ja, gut, dann kann ich den Granitblock jetzt, wenn ich noch dabei habe. Nee, habe ich aber nicht mehr dabei, oder? Nee, der ist schon weg. Blutstein, Sonnenkristall. Wofür braucht man die denn? Das ist wahrscheinlich so eine Schmiedegeschichte. Boah, mein Bad ist so lang, ich muss halt unbedingt im Bad machen. Das nervt mich hier richtig, mein Ohrlippen, weil ich merke hier richtig, wenn ich so sitze, wenn ich den ganzen Bad mal oben schiebe. Problem ist, ich mache das immer mit Aufsatz und dann kriege ich zwar hier unten immer viel weg, aber hier oben, das hier, das kriege ich kaum geschnitten. Ich habe auch schon mal überlegt, alles wieder abzuschneiden und das einfach mal alles neu wachsen zu lassen. Aber es sieht so kindlich aus ohne Bart. Sieht aus wie so ein Pupsi. Wie ein Pupsi. So. Okay, wie viel müssen wir hier noch? Hier haben wir noch einiges vor uns. 1, 2, 3, 5, 6 noch vor uns. 6 haben wir 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch Dungeons sind. Was haben wir da? Da haben wir 6 vor uns.
Ja, danach wollte ich ja eh rüber zum Schlosers Becken. So, jetzt gehen wir Harpien töten. Was soll ich genau töten? Kreischerinnen und Hexen. Ah, und hier sind die auch direkt die Eier, die kann ich direkt mitnehmen. Was war das denn? Hast du ein Junges da oben fallen lassen, du Arschloch? Unglaublich, ey. Unglaublich. Ja, ich war gestern mit Shin im Kino. Wir haben uns gestern Dune angeguckt. War ein cooler Film, hat mir gefallen. Aber ich muss... War ein guter Film, wie gesagt, aber den Hype, den es darum gab, den kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht in der Dune-Reihe drin. Ich weiß nicht, ob man andere Dune-Sachen dafür kennen muss, um das zu verstehen. Ich glaube aber fast nicht. Also, dass man nichts vor, kein Vorwissen haben muss. So. Oh. Da haben wir noch so ein Ei. Das nehmen wir direkt mit. Komische Hexe. So. Zack. Vier von 15. Ich muss 15 Eier sammeln. 15. Da würde ich einen 10er-Pack und einen 6er-Pack kaufen gehen bei Kaufland. Oder bei Aldi oder Rewe oder Edeka. Huch. Gut, dann haben wir schon mal 6 von 15. Ich bin irgendwie voll nervös wegen der Bundestagswahl, Leute. Also ich kann eigentlich sagen, ich will nicht, dass Laschet Kanzler wird. Wenn Laschet Kanzler wird, der sich so von... ihr habt ja wahrscheinlich alle dieses Interview gesehen von Late Night Berlin, wo er sehr pumpig auf die Kinder reagiert hat. Ich meine, das ist eine Sache, pumpig auf Kinder zu reagieren, aber ich denke mir so... Wenn er so reagiert, wenn er in die Ecke gedrängt ist, wie will er dann mit Xi Jinping aus China und Putin aus Russland und Biden aus Amerika reden? Das sind ja alle drei knallharte Machtpolitiker. Die wissen auch, wie sie ihre Karten spielen müssen. Gerade Xi Jinping aus China. Aber gut. Ich meine, letzte Umfragen habe ich jetzt gelesen, wo sahen die SPD nur noch einen Punkt vor der CDU. Man darf aber auch nicht vergessen, dass viele vielleicht schon Briefwahl gemacht haben. Ich glaube, 40% haben zumindest Briefwahl beantragt, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. So viel wie noch nie. Ich selbst habe auch Briefwahl gemacht. Ich mache eigentlich nur noch Briefwahl. Ich bin auch froh, dass ich jetzt nicht irgendwie in so einem Wahllokal sitzen muss, wenn da einer reinkommt, der keine Maske aufziehen will. Dem kann man ja nicht das Recht zum Wählen absprechen oder ablehnen. Deshalb habe ich gelesen, dass die jetzt dann wohl so Urnen haben, die man dann draußen hinstellt. Dass die dann auf jeden Fall auch ihre Stimme abgeben können. So, das waren die. Jetzt brauche ich noch zwei Hexen. Und dann haben wir es. Dann können wir eine ganze Reihe Quests abgeben. Mal gucken, mal, hier ist noch was zum Abbauen. Dann nehmen wir das auch eben mit.
So. Das hätten wir. Na, perfekt. Da ist noch so eine Hexe. Ich gucke mir zurzeit bei Netflix. Ich glaube, die Doku ist auch schon was älter, glaube ich, wieder. Ich weiß es gerade gar nicht. Eine True Crime Doku über den Yorkshire Ripper an. Ist ganz interessant mal wieder. Was heißt mal wieder? Ich so lange das in True Crime Doku gesehen habe. Eigentlich nicht. Ich habe vorher den Night Stalker auf Netflix auch geguckt. Und ja. Ach, hier geht's weiter. Hier ist auch noch was gewesen. Okay. Dankeschön. So. Ah, da unten ist noch was zum Abbauen. Na ja, komm, das nehme ich eben mit. Ich will die Erfahrungspunkte für Bergbau in Nordend nämlich haben. Zumindest ganz viele Rohstoffe sammeln. Ah, oh, eben kurz kratzen. Die Rohstoffe sammeln, dann kann ich nachher nämlich das Minengedöns einfach mal pushen. Das Nordend Schmiede. Schmiedfertigkeit. Ich weiß gar nicht, wo das Eintrittsportal für Shadowlands ist. Das ist wahrscheinlich hier über Eiskrone. Ja, die 60 FPS, muss ich sagen, laufen jetzt stabil. Frau Eisschrei soll ich töten. Gut, kriegen wir hin. Hier sind deine Eier. So. Gehe ich eben Frau Eisschrei töten. Dann können wir von da aus rüber zum Sturmgipfel fliegen. Oh, Medallpass. Boah. Kommt man da auch zu Fuß hoch oder kommt man da nur hochgeflogen? Muss ich jetzt erst beschwören. Ach ne, da oben ist er. Guten Tag. Hier bin ich, hallo. So, komm her zu mir. Was war das denn? Mit gebeizter Karibu. Okay. War das jetzt schon das Harpienproblem? Das wäre nämlich gut. Eisfestung. So. Jawohl, das war das Harpienproblem. Das ist erledigt. Ja, dann beginnen wir mal unseren Aufstieg. Habe ich denn schon eine Quest, wo ich jetzt nächstes hin müsste, theoretisch? Nee. Das Kommunikationsgerät muss ich benutzen. Ja gut, dann mache ich das gleich eben auf dem Sturmgipfel aus. Da müsste ich eigentlich, obwohl nee, das Gewitter habe ich eigentlich immer einen schlechten Empfang, ne? Hm, schade. Die Frosterben hat sich um 385 verbessert. Hm.
jetzt habe ich schon schnelles 150 mehr Schnelligkeit geht nicht. Ich habe den Eindruck, ich bin immer noch so langsam. Ey, ich kann hier nicht kämpfen. So, und dieses Kommunikationsgerät. Das kann weg. Wo ist das denn? Habe ich das nicht mitgenommen? Doch, da war doch irgendwas. Die Antworten sind hier. Ich fühle es. Sichere Reise. Oh ne, ist jetzt immer hier. So, gehen wir erstmal Torem. Euch zum Tempel der Stürme. Grüße, kleines Wesen. Zäune reparieren, ein Funke Hoffnung. Gehabt euch wohl. Hütet euch vor der Rückkehr des Pantheons. Die Söhne Hodris ist das. Ihr solltet nun Neffen geben und König Jokum darum bitten, Thorims Rüstung neu zu schmieden zu lassen, nachdem ihr... Lasst die Nachricht nicht vergebens gewesen sein. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Gut, ich fliege da jetzt eben offscreen hin und dann sehen wir uns da gleich wieder. Ciao, ciao.